Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Jurassic World Evolution. Ja, da sind wir wieder. Wir haben 2,7, oh, 2,6 Sterne von 3. Das wird sich aber bald ändern. So, was haben wir jetzt hier noch? Wo fehlt jetzt hier noch Strom? Kein Umspannwerk. So. Ach so. Dann nehmen wir gleich ein ganz großes hier. Dann können wir nämlich gleich dann Restaurants und alles hier hinklatschen. Na, klasse. Gehen wir halt hier einmal rum. So. Dann brauchen wir auf jeden Fall noch ein Fastfood-Restaurant. Ich wollte eigentlich hier auch noch ein Gehege reinbauen, aber ich glaube, das hat sich jetzt auch irgendwie erledigt. Man muss ja auch irgendwie auf die Ansprüche der Gäste aufpassen. Ach ja, genau, bevor ich da hinten irgendwas. Ich mag diesen Auftrag. Das sollten Sie auch. Anlagenbewertung? Ich habe keine 5-Sterne-Anlagenbewertung, du Lappen. Naja, fast. Ja, ich sehe schon, ich muss echt viel mehr für die Touristen gerade machen. Auf jeden Fall mache ich hier nochmal eine Bahn rein. Ja, mein Schnucki, du kriegst ja bald Verstärkung, ne? Aber hier geht es nicht, ne? Mit dem. Ah, scheiße. Das war doof. Ich komme hier nicht rum. Oder? Nee, scheiße. Okay. Nochmal abreisen. Da brauche ich mehr Platz. Am besten, ja, hier hinten, ne? So. Am besten so eng wie möglich. Auch wieder hier durchs ganze Ding. Der Arme. Ich hoffe, ich passe hier nachher auch noch durch. Kann ich jetzt irgendwie das hier öffnen? Bestimmt, oder? Dass ich hier anschließen kann. So, Patsch. Ja, das geht super. Jetzt muss ich leider nochmal durch den Arm, durchs arme Brachio-Gehege. Zu eng die Kurve gekratzt. So. Das war das. Sehr schön. Was haben wir jetzt? 37. 59%! Jetzt nur noch ein bisschen Restaurant hier reinklatschen und dann haben wir das schon. So, dann machen wir hier in der Zeit mal. Ich weiß nicht, sind das Einzelgänger? Ich hoffe, weil sonst haben wir gleich ein Problem. Alter, Bewertung 154. Rar. Lebenserwartung 114, Reaktionsgeschwindigkeit, Gehirnalterung 2,0. Immunreaktion, besonders effizientes Blut. Oh. Das klatschen wir rein. Den Rest lasse ich, weil sonst, ja. Ach, Kacke. So, 2,8 Sterne von 3,0. Das, sollte kein Problem sein. Gut. Jetzt gucken wir mal. Rosswineladen, Fast Food. Ich würde ja gerne ein Restaurant machen, einfach, weil es einfach viel bessere Bewertungen bekommt, wahrscheinlich. So, kann ich das hier nochmal rein? Nee. Verbaut. Scheiße. So.
Dann würde ich gerne hier nochmal einen Weg setzen. So, für die... Zack. So, und jetzt wieder gerade. Ja, ihr seht, ich hab da irgendwie die Abzweigung verpasst für die ganze Kacke. Ja, sieht wunderschön aus. Bowlingbahn. Okay, Restaurant haben wir jetzt. Bowlingbahn, Spaß 3. Einkaufen brauchen wir auch noch was. Ah, man Mist. Ach ja, das geht ja dann doch noch alles schön, oder? So. 2,9, man sieht. So. Jurassic Mumpf. Verkaufen wir dann mal für 13. Genau. Das ist auch gleich fertig, der Kleiderladen. Spielwarenladen. Ja. Spaß brauchen wir noch. Nur einen Spielwarenladen. Was haben wir noch? Eine Bowlingbahn. Bowlingbahn. Wobei ich Spielwarenladen eigentlich fast ein bisschen wichtiger finde. Ach, wir können beides machen. Oh nein, scheiße, können wir nicht. Dafür schulde ich Ihnen was. Versprochen. Was, auf dieser Insel gibt es keine Sicherheit? Oh! Oh mein Gott! Oh, das ist Isla Pena. Wenn eine Insel störrisch sein könnte, würde dieser kleine Haufen Vulkangestein den Vogel abschießen. Und ich hoffe, Sie mögen Regen. Denn davon werden Sie hier genug zu sehen bekommen. Ich glaub's nicht. Wir haben Isla Pena freigeschaltet. Mir kommt's gerade wieder in den Sinn. Ich habe ja gesehen, dass man mit 3 Sternen hier auf der Isla Tacaño die Isla Pena freischaltet. Und ja, wir haben jetzt über 3 Sterne bekommen und wir können, müssen mal schauen. Das ist eine schmale Insel. Planen Sie Ihre Anlage aufgrund des engen Platzes auf dieser kleinen Insel mit Bedacht? Ja. Verstärkte Gehege. Bauen Sie Betonzäune, um sicherzustellen, dass die riesigen Raubtiere in dieser Anlage sicher verwahrt sind. Verwahrt sind? Teure Stromerzeugung. Bereiten Sie sich auf den erhöhten Strombedarf auf derart abgelegenen Insel vor. Okay, nee, wir bleiben erstmal hier. Wir sind ja hier noch nicht fertig. Wir sind hier noch lange nicht fertig. Okay, der braucht echt lange. Futter habe ich vergessen. Sehen die das dann noch? Ja, sehen es noch. Geil, hinterm Baum. Oh, Kacke. Einmal. Bestätige Nachschubanfrage für Futterstation. Gut, jetzt muss ich nochmal kurz überprüfen, ob wir hier überall schon 2 Mitarbeiter... Ja, haben wir schon 2 Mitarbeiter überall. Ja, 2 Mitarbeiter. Hier, glaube ich, waren es auch schon 2, genau. So, da waren es auch schon 2. Sehr gut. Dann nur noch hier. Wir gucken mal ein Shirt und ein Overall. Machen wir ein Overall raus. So, verkaufen wir mal für 24. Ja, so krank. Ja, toll. Machen wir zwar keinen Gewinn, aber naja. Plüschdino, ferngesteuerter Dino. Ist immer geil. So. Oh, es sinkt wieder. Warum das denn jetzt? Habe ich was gemacht? Oder wollen wir ein Plüschdino? Komm, wir machen ein Plüschdino. 7. Ja, so 3 Euro Aufschlag, 3 Dollar Aufschlag ist schon okay. Wir müssen ja den Leuten nicht alles aus dem Kreuz leiern. Tja. Kommt bestimmt auch ein bisschen besser an. Ja. Sieht okay aus. Küstengebiet wird mit einer Inselbewertung von 5 freigeschaltet. Das Küstengebiet? Küstengebiet?
geringe Vielfalt. Leck mich doch. Gut, dann brauchen wir noch mehr Fleischfresser. Ja, das macht er gerade. Dann setzen wir hier mal, was können wir denn hier jetzt reinmachen? Eine geringe Vielfalt. Der Meiosaurier. Den haben wir schon, bei Yonix auch schon. Ja, der Rest ist eigentlich alles schon da. Ey, dann probieren wir jetzt mal hier den Galier. Aber das sind alles so Pflanzenfresser. Die Leute wollen noch einen Fleischfresser. Ach so, warte mal, wir haben ja noch was Neues bekommen. Wir haben ja einen neuen Dino bekommen. Da müssen wir erst nochmal expedieren. Da. Der mit. Das ist doch keine Flieger am Bildschirm. Stirb, du Mistvieh. Gut. Ja, komm, machen wir den auch nochmal auf 100%. Deinoninicus. Den haben wir noch nicht, ne? Auf 100. Ach, kacke, doch. Ah, nee. Der doch? Shit. Das wusste ich nicht. So, es ist schon wieder ein Futternapf leer. Ach, unterwegs, um Futterstation zu füllen. Ich glaube, ich schenke unserem kleinen Diplo mal einen kleinen Kollegen. Ich finde, der ist da so ein bisschen einsam. Der süße Diplo. Oh, wow. Wüstenmuster. Oh mein Gott, was haben wir denn? Was haben wir denn auf den anderen gemacht? Info. Steht doch hier auch. Erkältung. Ach, er ist immun gegen Erkältung. Anfällig für die Fahnenvergiftung. Hier. Ach, die ist eine Standardhaut gewesen. Oh. Gut. Dann. Alpine Steppenmuster oder Wüstenmuster gehen. Ich will das Wüstenmuster gehen, einfach weil es grün dabei hat. Zack. So. Jetzt fällt die Bewertung wieder. Spaßbewertung. Ich verstehe das manchmal echt nicht. So. Dann kommt. Ach so, ja, da sind wir jetzt gerade noch dabei am Ausforschen. Oh, der Pronto ist frei. Oh mein Gott, wie süß! Ja, wer guckt denn da schon über den Zaun? Oh mein Gott. Wow. Guckt euch dieses schöne Teil an, ey. Ich nenne sie Betty. So schön. Ich liebe Brachiosaurus. Oh, ein Brachiosaurus. Wundervoll. Die Gäste lieben die großen Dinos. Yep. Okay, mehr Wald. Oh, shit. Ja, doch, das Gehege reicht. Ihr guckt mal. Mehr Wald, mehr Wald, mehr Wald, mehr Wald. Das soll sie bekommen, die süße Maus. Machen wir mal hier hinten so um die Bäume. Und? Nee, noch mehr Wald. Aber das, ich will das eigentlich nicht alles zubauen. Okay, und Grasland. Ja, sollst du alles bekommen, mein Mädchen. Ja, ist ein bisschen oben. Ich glaube, sie hängt fest. Oder? Ja, komm, wir brüten noch einen aus. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Da. Machen wir noch mal einen. Ach so, ja, dann noch mit einem normalen. Mit den Essensgelegenheiten der Insel sehr zufrieden. Ja, das freut mich doch. Ja, kacke, Mann. Was ist dieses scheiß Grasland? Ja, sie ist nicht zufrieden. Das ist...
Ich kann es. Da steht nirgendwo die Kacke erklärt. Was genau meinen Sie jetzt mit Grasland? Das hier mit den Büschen, das kann es ja wohl schlecht sein. Das ganze Gehege ist jetzt voll. Und mit Wald, ich kann keinen Wald wegmachen, weil sonst sinkt ja die Waldbewertung von ihr. Ja, toll. Idealer Bestand 0 bis 25. Achso, 1 bis 5 ist normal. Ah ja, guck. Ah. 21.000 Quadratmeter braucht sie. Also ist es dann zu wenig Platz, doch. Steppenmuster. Ah, jetzt geht's nach oben. Ja, sie muss mal ein bisschen rauskommen da. Ich hab mir das angesehen. Das sollten Sie auch tun. Ja, dann, ja. Sorry, kleine Maus. Ich kann leider... Betty. Liebe Betty, ich kann... Ah, jetzt steigt's wieder, komischerweise. Ist ganz komisch. Ganz komisch. Wenn Sie jemals ein Umfeld schaffen wollen, in dem die Tiere Ihnen vertrauen können, dann müssen Sie akzeptieren, was passiert, wenn Sie sie freilassen und sie ihren Trieben nachgehen. Auch wenn sie dann zu töten beginnen. Denn das ist ihre Natur. So, was haben wir denn hier? Ach, das ist der, den hatten wir schon mal. Könnt ihr euch erinnern? Das waren die zwei Patienten, die wir hatten. Ja, das war jetzt scheiße. Ja, ich erinnere mich. Ja, dann nehmen wir doch den als nächstes. So, dann sollen wir ein Foto schießen, was mindestens 5000 wert ist. Na, das ist doch einfach. Ab zu den Brontos. So. Wow, hier muss ich aber auch mal ausgleichen. Gelände. So, und auf der neuen Insel, das mit dem neuen Zaun war ja erst auf der neuen Insel. So geil. Ich glaube, ich breche diesen Auftrag ab. Fotografieren Sie einen Dinosaurier der Jagd. Bin ich ja in 3 Jahren noch unterwegs. Oder ich mache das einfach mal offscreen dann. Oh ja, hier muss ich dringend anpassen. Oh, ich habe ja gerade, ich habe überhaupt kein Tor. Ups. Machen wir dann da. Auf der rechten Seite sehen Sie die Stromplantage, mit denen wir unseren... Ich hab hier... Oh, Schiss. Hä? Ich hab dem Strom... Oh nein! Ich hab denen einen Stromzaun gegeben, ich Idiot. Das merke ich ja jetzt erst. Okay, ich bleib mal hier stehen. Weil ich nicht will. Ja. Keine Ahnung, was das darstellen soll. Bist du behindert? Ich glaube, ich will es auch nicht wissen. Ich glaube, es hackt. Sie können mit der Linse umgehen. Ich habe gehört, dass Ihre Fotos exzellent sind. Also betrachten Sie diesen Auftrag als erfüllt. So. Ich habe extra ein neues Ding gebaut. Neues, Strom-Dingens, ne? Scheiße, Mann. Das war dumm. Das war dumm. Für ein Brachio brauche ich doch keinen Strom. Schält. Hoffe ich zumindest. Dass ich dafür keinen Strom brauche. So. Ah, hier ist noch einer. Oh nein, und ein toter Dino. Wow.
Oh, letzte Struktur Minus. Ich möge in Frieden ruhen. So, der ist auch frei. Der nächste Kollege. Ja, komm raus. Ich glaube, ich nenne die beiden Kelly und Sally. Ja, da hast du endlich eine Freundin. In Panik ist sie. Warum? Wegen dem Hubschrauber oder was? So kann ich sie nicht anklicken. Ach so, die ist so. Ja, guck mal, habt ihr jetzt endlich wieder was. So. Jetzt ist süß. Ja, normale Farbe ist. Ja. Ist so, ja. So süß. Los. Los mit dir. Ja. Ja doch, das geht jetzt hoch langsam, ne? Will ich zumindest hoffen. So, das andere Maus. Ja, das ist okay. Vielfaltsstrafe minus 400? Willst du mich flachsen? Hä? Weil ich nicht genug Vielfalt habe, oder was? Ernsthaft? Meinen die das damit? Oder weil ich zu viel Vielfalt... Also weil ich von einer Dinosaurierart mehrere habe, von den Parasaurussen. Meinen die das damit? Das ist aber ein bisschen scheiße, ne? So. Was brauchen wir denn jetzt noch hier von den Genomen? Ein Corinthosaurus, Diplo, Styracosaurus. Was haben wir hier denn ganz am wenigsten? Meiasaurus, Gallimimus. Corintho und Diplo. Gucken wir mal. Corintho. Corinthosaurus. Hier. Ah ja, so. Was? Ach so. Nicht genügend Grabungsteams. Gut, dann gibt es uns mal noch einen Auftrag, bitte. Von diesem Fuzzi da. Ups. Den da. Nehmen Sie den Auftrag an. Das wäre gut für uns beide. Kleine Pflanzenfresser. Sind das kleine Pflanzenfresser? Diese Gelegenheit ist zu gut, um sie auszulassen. Ich weiß, dass ich das immer sage. Aber ich meine es auch immer ernst. Mhm, du mich auch. So, dann machen wir mal einen ohne. Ich weiß gar nicht, ob wir das schon gemacht haben. Ohne Modifizierung. Intuitives Lernen. Gute Verdauung. Und irgendwas, was die Lebenserwartung vielleicht auch ein bisschen hochschraubt. Hier. Immunreaktion. Ne, wir lassen es mal. So. Machen wir damit den Auftrag so. Gut, dann war heute die Folge mal ein bisschen kürzer. Und dann würde ich mich freuen, wenn ihr morgen auch wieder dabei seid bei einer neuen Folge. Und dann wünsche ich euch einen schönen Tag. Haut rein, bis morgen. Tschüss mit euch.